Ich analysiere deine Nischen-Webseite oder dein Nischenprojekt. Das ist unser neues Format. Das werden wir ab jetzt wöchentlich im YouTube publizieren. Und wir fangen auch direkt mit einer Nischen-Webseite an, die ich für einen unserer Kunden oder Partner analysiert habe. Gebe also Tipps und Tricks, wie man das optimieren kann, wie man damit schneller in die Gewinnzone reinkommen kann. Und du kannst da interaktiv dabei sein. Zum einen kannst du einfach in einen YouTube-Kommentar darunter deine Nischenwebseite reinpacken. Ist natürlich gleich gut für einen Backlink für deine Webseite, aber du kannst auch gleich damit anfragen, ob wir deine Nischenwebseite analysieren. Du brauchst einfach nur einen kurzen Text reinschreiben, wo du gerade stehst, deinen Nischenwebseiten-Link reinpacken und wir werden das demnächst in unsere Analyse mit aufnehmen. Und zum Zweiten kannst du natürlich auch deine kritischen Punkte darunter packen in die Kommentare und einfach sagen, hey, das habe ich aber anders gesehen, wie sieht es denn mit diesen Google-Richtlinien aus oder muss ich vielleicht diese Art von Marketing noch mit einfließen lassen? Kannst du also immer Fragen, Kritikpunkte oder dich selbst mit einem Nischen-Webseiten-Link bewerben. Und jetzt will ich auch gar nicht weiter quatschen, wir fangen direkt an mit der Nischen-Webseite, auf geht's! So, Wasserkocher kaufen von Jörg. Ja, Jörg, also auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen sehr großen und sehr viel Text, den du hier reingenommen hast. Das ist wirklich sehr vorbildlich und wenn man sich das Ranking anguckt, sprich die Suchmaschinenoptimierung deines Textes, sieht man auch schon, dass du auf Bing und Yahoo gleich ganz vorne mit gelandet bist und aber auch bei Google gleich auf Platz 82. Geht natürlich noch weiter vorne, aber ich habe gerade in den letzten Wochen, Monaten gemerkt, dass die Keywords mit Kaufen es schwieriger haben in den Nischenwebseiten. Aber so wie du es angelegt hast, wirst du dich auf jeden Fall da nach vorne ballern. Und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis du hier den ersten guten Traffic hast und dann auch die ersten Käufer haben willst. An sich habe ich bloß ein paar Kleinigkeiten für dich, die aber weniger für die Suchmaschinenoptimierung dienen werden, sondern mehr, um deine Webseite noch ein bisschen zu verschönern, beziehungsweise, dass die Besucher schneller kaufen werden, dass das Ganze noch ein bisschen professioneller aussieht. Eine Sache zur Performance, ich habe hier rechts gesehen, dass du 5 oder 6 Amazon-Widgets mit aufgenommen hast. Das führt natürlich ein bisschen zu Performance-Last, weil das so eine JavaScript-Widgets sind, die erst danach aufgehen. Ist aber an sich nicht so ein großes Problem. Deine Performance ist ja bereits bei 85 für den Desktop. Wenn du da 2 oder 3 von denen runternimmst, wird er vielleicht bis auf 89, 90 hochgehen. Wird nochmal einen kleinen Unterschied ausmachen, aber du kannst es an sich auch lassen. Es wird nicht mehr so den großen Performance-Unterschied machen. So, dann habe ich gesehen, dass du auch schon die ganzen kleinen Änderungen, große Wirkungen mit reingenommen hast. Und da kommt natürlich hier das Problem zustande, dass diese hässliche Überschrift nicht weggeht und bei den anderen ja. Das liegt einfach daran, dass du hier Sonderzeichen drin hast. Also das Fragezeichen und der Strich führt irgendwie dazu, dass das Plugin nicht greift. Also die einfach aus dem Titel, aus der Überschrift oben rausnehmen, dann wird das auch wegfallen. Dann noch eine Sache zu den Inhalten hier. Du kannst es so erstmal anfangen und so erstmal starten, aber ich habe gemerkt, dass selbst wenn man nur einen kleinen Anfang schreibt, also so eine Instruktion für die Produkte, dass dann trotzdem sehr viele Käufe verloren gehen. Und wenn du diese 2, 3 Sätze wegfallen lässt, sieht man ja auf den ersten Blick gleich das hier, sprich den Button, das Bild und kann sofort draufklicken. Und ich habe gemerkt, dass da viel mehr Besucher sich dann durchklicken zu Amazon und dadurch hast du natürlich schneller und auch mehr Käufe dann. So, dann zu der Navigation. Die sieht natürlich aus wie ein bisschen so ein Tetris-Spiel. Wenn ich hier durchklicke, springen die anderen irgendwo hin. Deswegen würde ich dir empfehlen, hier einfach mal die Wörter ein bisschen kürzer zu machen. Also du kannst das erste Wasserkochen kaufen, ist okay. Dann vielleicht bei den anderen Sachen Wasserkocher einfach weglassen und hier einfach nur hinschreiben aus Glas, aus Edelstahl, mit Temperatureinstellung und für Reise oder so. Ne? Dann könntest du das schon in eine Richtung hier reinquetschen. Aber ich habe halt gesehen, Navigation mit mehreren Ebenen, also du hast ja hier sozusagen 2 oder 3 Ebenen, das kommt nicht so gut an und sieht auch ein bisschen unprofessionell aus.
Deswegen einfach mal kürzen oder wenn es halt überhaupt nicht kürzbar ist oder wenn du es nicht hinkriegst auf einer Stelle, kannst du ja auch die Top-Navigation oben mit reinnehmen. Das machst du dann in Sahifa einfach unter Top-Navi aktivieren oder wenn da auf Englisch steht Hide Top-Navi, also verstecke die Top-Navigation, dann diesen Button ausklicken und dann kannst du dir eine zusätzliche Navigation für oben mit einbauen. Des Weiteren würde ich dir auch empfehlen, du hast es ja schön mit Mouseover in Weiß gemacht, aber diese Farbe auf Orange zu lassen. Also diesen Orange, den du auch hier bei der Überschrift genommen hast, den du bei Saifa ausgewählt hast, den du bei dem Header ausgewählt hast, auch in der Navigation reinnehmen. Sieht natürlich schön peppig aus mit dem Blau, aber Webseiten, die mit einer Farbe eingestellt sind, sehen immer ein bisschen professioneller aus. Wirst du dann auch selber sehen, wenn du einfach das Orange wieder reinnimmst. Auf jeden Fall empfehlenswert. Wird dir ein paar Pluspunkte geben. Und als letzte Kleinigkeit, habe ich gesehen, dass du sehr wenig von der Hauptseite verlinkt hast. Ich habe das, glaube ich, nur ein oder zwei Links hast du auf die Unterlinks gemacht. Sprich, nach dem dritten Video hier, drei Links, die Google mag, also interne, externe und den Anker, empfehle ich dir mehr deine internen Links noch weiter zu verlinken. Auf den Unterseiten dann hast du es, glaube ich, schon gemacht, aber von deiner Hauptseite auf jeden Fall alle Unterlinks irgendwie mit reinnehmen, irgendwie verlinken. Nicht unbedingt hintereinander aufzählen, sondern in deinem großen Text irgendwie mit reinpacken. Das kommt auch auf jeden Fall gut, falls du es noch nicht komplett gemacht hast. Und ganz unten habe ich gesehen, du hast hier einfach die Hauptseite nochmal verlinkt. Besser ist es, einen Anker zu machen. Also sozusagen, wenn man hier raufklickt, dass er dann einfach wieder nach oben reinspringt. Ist so ein kleiner Trick, der nochmal ein paar Punkte beim Suchmaschinenoptimierungsranking dir ja, bringen wird. Ja, und wenn du damit dann fertig bist, dann kannst du dir auch direkt den Backlink-Plan reinziehen. Ich habe dir schon zurückgeschrieben, dass ich drei Backlinks dir gesetzt habe in relevante Webseiten, aber du musst natürlich noch weitermachen und dir einen eigenen Backlink-Plan machen, damit deine Webseite dann nach und nach hochsteigt. Du hast auf jeden Fall genug Text, würde ich sagen. Du kannst diesen Bereich hier noch nach unten schieben, würde ich auch mal ausprobieren an deiner Stelle. Auch wenn man mit dem Text, der schon vorhanden ist, ein bisschen spielt, also ein bisschen hin und her schiebt, bringt das auch nochmal Punkte bei Google. Das auf jeden Fall mal probieren. Ja, und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit der Webseite. Die wird auf jeden Fall Erfolg haben, ist nur eine Frage der Zeit. Bis dann. Das war die Analyse der Nischenwebseite für heute. Wenn du sagst, hey, ich würde auch gerne mal eine Analyse für meine Nischenwebseite haben, dann trag sie einfach als Kommentar unter dieses Video, vielleicht noch ein paar Sätze dazu, warum wir sie analysieren, wo du gerade stehst, damit wir ein bisschen Bezugspunkte zu dir haben. Und ansonsten wirst du in einem der nächsten Videos dann vielleicht deine Nischenwebseite mit betrachten können. Aber auch wenn du sagst, hey, ich sehe das anders, ich habe bestimmte Fragen zu Nischenwebseiten oder zu der Analyse dazu, dann ist dein Kommentar herzlich willkommen unter diesem Video und ich beantworte die auch alle selbst persönlich und mindestens zweimal die Woche. Ja, das war's an sich. Wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Abo da, lass ein Like da und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Dein Win-Win-Marketer Lars Pilawski, bis später.